Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von The Dark Project Gold. Wir befinden uns immer noch in den Kellern des Schwindlers, beziehungsweise Konstantins, der sich als der Schwindler herausgestellt hat. Und es sind jede Menge tote Menschen hier, was mir ein bisschen Angst macht. Ich speichere schon mal, so zur Sicherheit. Denn hier kommen bestimmt Feinde auf mich zu. Aus irgendeiner Ecke, irgendeinem. Das ist ein Gasfall. Oh, da schau mal einer, guck, den habe ich übersehen. Das sind alles Gänge, in denen ich schon mal war. Das ist irgendwie. Oh Gott. Ja, ich sehe mal wieder nichts. Moment. Da ist noch. Oh, da sind noch ganz viele Wasserpfeile. Gib mir, gib mir, gib mir. Wundervoll. Ich werde die zwar wahrscheinlich eh nicht benutzen, weil ich dann noch weniger sehe, als ich es jetzt schon tue. Aber ist ja vielleicht ganz nützlich. So, jetzt bin ich wieder da, wo ich angefangen hatte. Toll. Ganz toll. Hier unten? War ich hier unten schon? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Nein, hier war ich noch nicht. Okay. Ich glaube. Ist hier irgendwo eine Fackel? Da hinten ist eine. Da ist eine. Ich mache hier vielleicht doch mal besser die Fackeln aus. Auch wenn ich dann Gefahr laufe, dass ich nichts mehr sehe. Aber der Vorteil ist, unsere Feinde sehen auch nichts. Ja, außer natürlich, man steht neben einem Leuchtepilz. Toll. Ganz toll. So, hier läuft nämlich auch so ein. Oh, hier laufen mehrere Viecher rum. Eieieiei. Das könnte böse enden. Ich weiß, dass hier auch noch so ein Rattenviech herläuft gleich. Und wenn, dann würde ich ja ganz gerne auch wieder alle auf einmal ausschalten. Da ganz hinten sind wieder zwei von diesen Rattenmenschen sogar. Glaube ich. Es sieht zumindest stark danach aus, dass das mehrere sind. Plus das Insektenviech. Und ich habe nur zwei Gaspfeile. Nein, ich habe mehr Gaspfeile. Wartet. Ich habe sechs Gaspfeile. Holy shit. Hey, das ist ja gar nicht übel. Aber wenn, dann würde ich ganz gerne alle drei auf einmal treffen. Das wäre der Super-GAU. Oh, ja, richtig gut. Komm schon. Oh, puh. Ach, komm schon. Man muss mit seinen Ressourcen sparsam umgehen in diesem Level. Mit allem, was man hat, knausern hier. So, Gaspfeile. Ups. Ich würde ganz gerne. Dankeschön. So, von hier unten komme ich da anscheinend nicht wirklich an die ran. Ist natürlich ein bisschen blöd. Aber dann muss ich vielleicht damit versuchen, dass ich die einzeln ausschalte. Wäre natürlich schade um die Gaspfeile. Es wäre optimal gewesen, wenn ich jetzt alle drei auf einmal hätte treffen können. Dafür muss ich die Gaspfeile auch wieder ausrüsten, mein Lieber. Ach, ich sehe wieder nichts. Die scheiß Sonne. Ja, werd doch noch heller. Mann. Ich meine, ihr könnt das jetzt natürlich nicht sehen. Aber es ist wirklich verdammt hell draußen. Vielleicht sollte ich das doch erst wieder spielen, wenn es dunkler wird. Gott, geht's noch ein bisschen langsamer? Ich versuche es einfach mal. Kann mir mal einer erklären, warum die Dinger nie dahin fliegen, wo ich sie gerne haben möchte? Fliegen die jetzt neuerdings auch nur noch geradeaus oder was? Ach, vergessen wir das einfach. Ich gehe erstmal hier in die Richtung.
Oder komme ich da nicht her? Aber ich mache ja auch erstmal die Fackeln wieder aus. Am besten auf der Seite auch. Plupp. So. Dann watschel ich einmal hier längs. Ach, hier kam ich her. Genau, hier war ich schon. Jetzt gehe ich einmal eben hier hoch. Da habe ich die Spinne auch schon ausgeschaltet. Heißt, hier war ich im Prinzip auch schon. War ich auch hier oben? Hier oben, da unten, es geht noch höher. Ich wette. Ja, super, genau. Hier geht es dann wieder runter und dann bin ich wieder genau da, wo ich vorher auch war. Ach Gott. Leute, sagt mir doch, dass ich da schon lang gegangen bin. Okay, also doch zurück, dann ist das wahrscheinlich... Oh Gott, Weg, hier. Dann ist das wahrscheinlich doch der einzige Weg, den ich nehmen kann, dann jetzt da. Huch. Hier geht's runter, richtig? Richtig. Dankeschön. Also, bleibt mir nichts außer dieser Weg. Dann mache ich da auch mal die Fackel aus hier. Auf dass wir gar nichts mehr sehen. Ja. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum Sie nichts sehen, das sehen Sie gleich. Ich könnte es nochmal mit den Gaspfeilen versuchen. Ich werde jetzt aber hier einmal kurz speichern. Würde ja unfassbar gerne mich hier weiter vorne irgendwo platzieren, aber dann sehen die mich alle. Hä? Wo sind die denn hin? Habe ich sie jetzt doch umgehauen? Nee, da vorne ist noch eine. Oh Gott. Hilfe. Ah, warte, 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 warte. Die kann ich treffen, die kann ich treffen. Warum zum Henker fliegt der so hoch? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Okay, jetzt weiß ich, dass ich vielleicht ein bisschen weiter runter zielen muss. Jetzt warte ich einfach darauf, dass die gleich wieder gemeinsam da vorne stehen. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich probiere das jetzt noch einmal. Habe ich einen getroffen? Ich glaube, den einen habe ich getroffen. Na also. So. Drei Gaspfeile verballert. Ich weiß nicht, ob es das wert war. Wird sich noch zeigen, denke ich. Da kann ich auch hoch. Sehr schön. Und hier ist noch eine Frucht. Die hebe ich mir jetzt aber mal auf. Oh Gott. Ich höre, ich höre, ich höre. Ein Insektenviech. Wo ist es? Bin ich jetzt blöd? Wo ist das Ding? Ach, da. Oh Gott. Die wirken nicht bei den Viechern. Nein, das war es nicht wert. Das war es definitiv nicht wert. Also die Gaspfeile sind meiner Meinung nach immer noch die besten Waffen, wenn es um diese... Ich kann auch einfach versuchen, direkt jetzt hier hochzugehen. Ups. Zack. Aha. Geht doch. Und dann kann ich den nachher von hier oben fertig machen. Das ist doch auch ein Plan, du ist das.
Ich sehe mal wieder nichts. Also irgendwie, trotz dass ich die Gamma-Einstellung auf ganz... Oh, Noisemaker. Ich habe doch auch Minen. Ich dumpert's. Ich habe Gasminen und ich habe... Oh mein Gott. Flashbombs und den ganzen Kram. Ich kann das doch alles benutzen. Warum benutze ich das denn nicht? Weil ich dumm bin. So, mach ich das doch mal hier. Da. Gasmine. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt gelandet ist. Aber passt schon. Puff. Na komm. Komm schon. Hängt der jetzt an der Ecke fest? Der hängt natürlich wieder an der Ecke fest. Klasse. Wieder nur einen. Scheiße. Komm her. Voll oben. Und ich würde mir wünschen, dass der jetzt in meine Gasmine läuft, weil sonst laufe ich da drüber und dann habe ich ein Problem. Ich könnte auch... Ich werde hier speichern. Bingo! So, jetzt fehlt, glaube ich, nur noch dieses Insektenviech. Das hoffentlich irgendwann auch hier... der Wege läuft. Wo ist denn eigentlich mein Seilpfeil hier? Den hätte ich nämlich gerne wieder. Danke. So, das war doch gar nicht übel. Ich höre einen Frosch. Da ist das Insektenviech. Ich habe sie alle ausgeschaltet. Ich bin voll gut. Ich fühle mich so richtig toll, so richtig wichtig. So. Ja, sehr gut. Oh Gott. Oh Gott. Ah, Hand-Augen-Koordination. Leute, bitte. Jetzt habe ich mich selber fast umgebracht mit dem Scheiß. Ja, mit dem Feuerpfeil wäre ich sofort gestorben. So, ich habe ja noch Früchte. So, haust du weg hier. So. Das ist jetzt nicht so... Nee, warte. So geht das nicht. Ich nehme einfach mal direkt hier meinen Pfeil mit. So, zack. So, dann kumschte. Plupp. Puff. Und tschüss. So. Legen wir direkt mal an hier. Damit ich den jetzt gleich im Zweifelsfall hier vorne direkt ausschalten kann. Ach ja, klasse. Der hat mich gar nicht gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Diese Feuerbälle habe ich überhaupt nicht gesehen. Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Heiliger. Ich wusste nicht mehr, dass die hier... Garrett, was machst du denn, ey? Muss ich die Dinger überhaupt ausmachen? Muss ich bestimmt nicht. Doch, da sind Feuerpfeiler drin. Hier auch? Da ist noch einer. Cool. Hätte ich jetzt so nicht gesehen, wenn ich das nicht ausgemacht hätte. Ich glaube, da oben kann ich hin. Da oben muss ich sogar hin, da ist ein Gaspfeil. Dann haue ich doch da oben mal einen Seilpfeil rein. Da oben. Puff. Dam da da dam. Zack.
So, war das Ganze doch nicht ganz so verschwendet. Und einmal speichern. Ich wette, ich werde in diesem Level auch wieder irgendwas sehr Essentielles übersehen. Oh Gott. Oh Gott. Spinne! Geh von meinem Kopf runter! Mistvieh! Geh von meinem Kopf runter! Stirb! Stirb doch! Nein! Nicht abhauen! Böse Spinne! Böse Spinne! Böse Spinne, ich sehe dich nicht mehr. Ich sehe das Vieh nicht. Ist bestimmt noch weiter abgehauen. Warte, kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Irgendwas aufleuchtet, sagt mir Bescheid. Abgesehen von meinem Schwert. Ich höre sie von hier unten. Das ist egal. Gott. Ich sehe doch nichts. Mann. Mistvieh. So, ich will mal zu meiner alten Gesundheit zurückkommen hier. Verdammte Hacke. So, ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Auch wenn ich immer noch nichts sehe. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich wieder irgendwo da bin, wo ich sowieso schon war. Ja, genau, hier nämlich. Okay, da oben war ich aber bereits. Das heißt, ich gehe jetzt mal da links. Nee, mache ich nicht, weil ich beende den Part hier. Ich bin mittlerweile schon wieder bei fast 20 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und ich habe jede Menge meiner Utensilien verschwendet und habe einfach nur total Mist gebaut. Aber ich hoffe, es hat euch zugesagt. Und ich hoffe vor allem, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.